Ja, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich gehe gerade mit euch zu den Bienen und dann schauen wir einfach mal, was da gerade so im April zu tun ist. Wenn euch das Video gefällt, gerne wieder einen Daumen nach oben, abonnieren, Glocke drücken, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es ein neues Video gibt. Ja, also wir sind jetzt hier am Bienenstand wieder im Imkereigebäude. Ist einfach für mich geschickt hier zu filmen. Ihr seht, wir haben, ich schätze mal, so um die 20 Grad. Apfel blüht, Zwetschge und Birne sind verblüht, der Raps blüht auch, wobei die Bienen jetzt hier keinen direkten Rapsanschluss haben. Der Raps ist im Prinzip so um die Ortsecke rum, paar Meter weg. Aber ich meine, sie fliegen ganz schön. Wir haben jetzt alle auch die Honigräume schon bekommen. Letzte Woche oder vorletzte Woche sogar schon, also nach dieser kalten Woche. Ja, Anfang letzter Woche. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie so ein Bienenvolk aussieht. Wir waren ja bisher immer da vorne bei den Bienenvölkern. Jetzt habe ich gedacht, schauen wir uns einfach mal das andere Ende der Reihe an. Wie sieht es momentan bei mir im Bienenvolk aus und was für Griffe, Eingriffe stehen an? Man muss dazu sagen, es ist gerade so ein bisschen auch, es fängt auf der Alp auch der Raps an zu blühen. Und es ist so ein bisschen gerade die Abwägung bei uns jetzt, weil wir direkt vermarkten, ist es natürlich, kommt es ja nicht nur auf die Masse an, sondern es kommt auch auf das Sortiment an. Und dann, deshalb stehen die Bienenvölker auch noch hier im Moment, dass wir eben Blütenhonig bekommen mit relativ wenig Raps. Und dann werden sie wahrscheinlich irgendwann mal noch in den Raps auf die Schwäbische Alb wandern. Aber im Moment lasse ich sie einfach, wie gesagt, aufgrund von Sortimentsüberlegungen noch hier stehen. Ja, ich setze euch mal auf Stativ und dann schauen wir so ein Bienenvolk mal an. So, einmal Raucher. Übrigens zum Raucher, wenn mir da jemand mal einen coolen Tipp hat, mit welchem Feuerzeug man einen Raucher super geil anzündet, würde mich das sehr freuen. Ne? Also wir haben jetzt hier im Prinzip den Honigraum. Ja, der Honigraum ist im Prinzip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, mit 8 Wabenbienen ganz gut besetzt. Wir schauen. Mache ich jetzt für euch, ne, würde ich normal nicht machen. Hier eine Wabe rausziehen. Achte Wabe, eigentlich ganz gut eingetragen auch schon. Oder auch schon eingetragen. Richtig cooler Honig. Man sieht auch hier wieder große Zellen, also eine Naturwabenbau-Wabe. Und ja, jetzt stellen wir mal den Honigraum beiseite. Und dann schauen wir uns das Brutnest an und das ist auch so der Punkt, den ich jetzt machen würde. Ohne euch, ich würde mir zwei, drei Bienenvölker, oder nicht zwei, drei Bienenvölker, aber ich würde mir ein paar, oh, der ist schon richtig, richtig saftig. Ich würde mir ein paar Bienenvölker raussuchen und da einfach mal so eine Stichprobe machen. Ich habe bisher noch keine Schwarmkontrolle gemacht. Darum geht es mir jetzt einfach rauszufinden, ob es da jetzt langsam Zeit wird oder ob ich da nicht schon zu spät auch bin. Also wir haben jetzt ja hier im Prinzip wieder so ein, das typische Bild. Volk auf 6 Waben, vermutlich 5 Waben Brut. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ja schwere Wabe. Ja, überall mit Eier und Brut. Honigecken. So habe ich das eigentlich ganz gern, auch auf der Rückseite überall Brut. Also das Bienenvolk ist voll dabei, da kann man, oder bin ich sehr zufrieden. Ja. Hier unten diese Drohnenecken, auch die lasse ich. Ich habe ja keinen Baurahmen, keinen Drohnenrahmen. Ich gebe ab und zu mal, es riecht auch super schön nach Honig, schade, dass man das noch nicht erfunden hat. Also das Bienenvolk, ne, gefällt mir richtig.
Gut, diese Drohnen lassen wir alle schlüpfen, das ist zweifellos. Wenn einem das nicht passt, kann man die auch aufkratzen. Ne? Also auch hier schöne Brutflächen. Wirklich schön. Ja, sieht auch echt ganz schön aus. Ja, auch hier wirklich sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Muss ich sagen, da können wir fast einen zweiten Honigraum auch geben bei dem Bienenvolk. Ja, auch hier. Alles sehr schön. Ihr korrigiert mich, falls ich jetzt eine Schwarmzelle übersehen habe. Aber also hier und hier dann einfach eine Wabe voll Honig und Pollen. Das möchte ich auch im Prinzip so haben. Ne? Also ich möchte diesen Futtervorrat haben. Klar, kann man jetzt die Meinung vertreten, diese Wabe, dieser Honig, wo da drin ist, gehört auch in den Honigraum. Ist aber nicht meine Meinung. Ich habe das einfach gern hier, weil dann bin ich auch von der Honigernte einfach ein bisschen flexibler. Ne? Was mir jetzt wichtig ist, ich habe es vor lauter Film nicht darauf geachtet, dass das Absperrgitter wieder gleich rum drauf liegt, wie ich es runter habe. Einfach für den relativ unwahrscheinlichen Fall, dass die Königin am Absperrgitter sitzt. Ne? Das sind so kleine Sachen, die manchmal das Leben leichter machen. Und dann setzen wir den Honigraum drauf. Und weil der halt jetzt auf der einen Seite voll ist und auf der anderen nicht, also nicht, hier sind... Oh, ich sag's euch, jetzt war ich gerade daheim Film schneiden, habe ich gesehen, die letzten 10 Minuten fehlen komplett. Also nochmal zur Zusammenfassung. Also es ist jetzt im Prinzip ja nur das eine Volk drauf. Ich habe hier an dem Bienenstand drei Völker angeschaut und gefilmt und auch schön kommentiert. Das ist jetzt leider alles weg. Ich will aber trotzdem nochmal kurz hier ein Fazit oder eine Zusammenfassung einfach für euch machen. Aus diesen drei Völkern, was ich da mitnehme. Also durchweg so ist es bei mir, dass ich keinen Anlass sehe, bei mir hier allumfassend in die Schwarmkontrolle einzusteigen. Die Völker sind relativ entspannt noch, haben gut Honig, haben im Schnitt, also das in der Tat da vorne war, ist auch ein Eckvolk. Eckvölker sind oder Anfangsvölker in der Reihe sind immer die stärksten, weil einfach die Bienen, die gerade noch so um die Ecke kommen, einfach da reinfliegen, das ist der kürzeste Weg. Alle anderen sind, sagen wir mal so, eine Honigwabe im Schnitt kleiner. Also haben im Prinzip im Honigeintrag oben jetzt vielleicht so 6 Waben. Unten auch einen kleinen Tick im Brutraum schwächer. Aber alles in allem auf einem guten Weg. Wir haben ja ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht. Jetzt ist es bei uns ja so, dass die Apfelblüte geht jetzt seit knapp einer Woche, die geht vielleicht noch mal eine Woche, das Wetter bleibt warm. Also da passiert noch ein Entwicklungsschub und den würde ich dann auch noch mal abwarten, bevor ich dann mal mir Gedanken mache über meine Königinnen. Da will ich dieses Jahr ein bisschen früher starten deshalb, weil das Wetter einfach unheimlich warm ist. Und auch hat ein paar andere Gründe auch, die jetzt nicht unbedingt betrieblicher Natur sind. Und die Völker eigentlich echt schon gut dastehen, die Natur auch schon relativ weit ist, also nach meinem Empfinden. Deshalb fange ich mit der Königinzucht, will ich so auf den 1. Mai rum plus minus so anfangen. Dass ich da irgendwie umlaufe um den Dreh. Ich meine, viele von euch oder manche von euch werden da schon viel weiter sein. Aber für mich ist der 1. Mai auch relativ früh. Ne? Ich bin ja normal immer relativ spät. Ein paar von den Königinnen, wie gesagt, verkaufe ich und der Großteil bleibt aber im Betrieb, dass wir nochmal einen Größensprung machen, vermutlich die Anzahl der Bienenvölker nochmal aufbauen. Ja, und da braucht es einfach gute Königin. Und wie gesagt, ein Teil aus diesen Serien biete ich auch zum Verkauf an. Ja, das soll es jetzt mal von hier vom Bienenstand auch gewesen sein. Schau da mal hier, ne? Das ist doch ein schönes Bild. Wespe, Biene und blühende Wiese.
Und jetzt im Hintergrund noch den Apfelbaum. Das soll es hier gewesen sein. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt es einfach wie gehabt einfach in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie gehabt gerne über ein Abo. Und ja, vielleicht sollte ich mir mal dann eine neue Kamera zulegen, weil das ist einfach blöd. Das hatte ich schon mal, dass der zweite Teil vom Film im Nirvana verschwunden ist. Also, seid mir gegrüßt, alles Gute und bis bald.